Ich freue mich so, ich habe etwas bekommen. Was heißt bekommen? Nein, ich habe es mir gekauft. Und ich freue mich sehr, es auspacken zu dürfen. Denn es wird mein Leben verändern. Schauen wir mal, ob es auch wirklich so ist. Hier drin befindet sich eine neue Generation von Sachen. So, schauen wir mal. Vielleicht mal sehen, das ist von Alternate. Das ist von, ihr seht nichts, aber gleich seht ihr es. Ach ja. Geil. Mega geil. Das ist ganz schön ein Paket. Also eine Jane Ward 4080 von Nvidia. Das ist die neue Grafikkarte, die ich mir jetzt mal gegönnt habe und die wir jetzt dann einbauen werden in den Rechner. Ich hoffe jetzt, diese wird meine 2080 ersetzen und damit hoffe ich dann auch mal streamen zu können, ohne dass ich irgendwelche Ruckler drin habe. Denn das war das, was mich jetzt am allermeisten immer genervt hat. Das heißt streamen, ich möchte eigentlich nur aufnehmen, ich möchte eine Spielaufnahme machen und dann hat er immer gespackt. Da ist noch ein Label. Das machen wir auf. Die 2080 werde ich verkaufen. Kommt wieder ein bisschen Geld rein. Denn das gute Stück kostet ja einen Haufen Geld. Das hier. 2080 hat nicht mal die Hälfte gekostet. Schauen wir mal. Eigentlich dumm, dass man sich sowas kauft. Aber bevor ich mich jetzt noch länger ärgere, also wirklich ärgere, kaufe ich mir auch noch was Gescheites. So, die 2090 war mir zu teuer. So. Au. Jetzt wieder so rum, okay. Musa. Das ist das gute Stück. Was haben wir hier? Den Super Power Adapter vermutlich. Man braucht sich sie gar nicht anzufassen. Das erst aufmachen vielleicht. Auch nicht. Das ist dumm. Das ist die Eier. Das ist tatsächlich ein dickes Paket. Ich hoffe, dass das überhaupt in mein Gehäuse reinpasst. Sonst kann ich mir ein neues Gehäuse auch kaufen. Yeah, yeah. So, das heißt, Gehäuse aufmachen, PC ausmachen, reinbauen. So, da ist ein gutes Stück. Bauen wir nochmal auseinander hier. Der Fingerabdruck ist noch drauf. So. Dann stellen wir das Glas auf die Seite. Und jetzt haben wir hier unsere schöne RTX 2080. Die stecken wir jetzt erstmal ab. Ja, ich kann da sehen, die RTX 2080 ist ein kleines bisschen kleiner wie die andere. So, ein Schraubendreher braucht man vielleicht noch einen passenden. Wo ist er? Da, das ist der beste. So, ich lang immer mal wieder irgendwo an was Gejährtes, damit da nichts passiert. Das kann ich schön von außen machen. Ist okay. Doch, aber Platz müsste ich haben. Zur Not muss ich eins weiter rüber gehen. Okay, ich hatte die Schrauben hier übersehen. Die müssen noch raus. Und dann fällt alles raus. Mhm. Das ist das Dümmste, was ich jemals gesehen habe. So. Jetzt aber. So. Kann man den schön anheben. Und dann nehmen wir mal zum Vergleich. Jetzt schaut euch mal den Brocken an. Jetzt ist er das schon einigermaßen groß. Und den daneben. Das ist ja der Wahnsinn.
toll aus. Warte mal. So, jetzt pflanzen wir dieses Riesengerät einmal da rein und schauen, wo wir es hinbauen können. Ja, es geht schon in die Richtung rüber. Aber ich wollte eigentlich erst, ich will erstmal den Power-Adapter hinbauen. Denn da gibt es ja doch Probleme, hat es geheißen. So, da sind jetzt, sollten jetzt theoretisch diese Power-Adapter drin sein. Oh, jetzt habe ich die Schachtel kaputt gemacht. Nee, die Kürzer. Und jetzt? Was ist das Süßes? Ach, das ist fürs ARGB, okay. Das ist irgendwas zum, dass man die stabilisieren kann, schätze ich mal. Also was hat mein Teil? Ah, hier ist er. Den habe ich gesucht, jawohl. So. Es soll jetzt nicht so gehen, wie es vielen anderen Usern gegangen ist. Also, ja, es ist natürlich mega super groß, das Ding. Mega, mega gut. Mhm. Und stecken wir den erstmal da rein. Am besten nicht runterschmeißen. Jetzt ziehen wir sie auch mal von oben. Wo steckst du das ARGB? Achso, das kommt dann hier noch mit rein, oder was? Brauche ich das? Eigentlich nicht. So, jetzt kommt der hier rein. Da sind nochmal Pins. Hier sind nochmal Pins. Jetzt schauen wir, ob das wirklich so schlecht reingeht. Ja, es macht da tatsächlich kein Klacken oder sowas. So. Und? Geht wieder was raus? Nein. Also der ist jetzt eingerastet. Da weiß ich nicht. Aber man könnte tatsächlich vorher meinen. Nee, so bringst du nicht mehr raus. Gut, okay. Der ist fest. Damit bauen wir den jetzt da ein. Das Riesenteil. Und dann schauen wir uns das mal an. Jetzt muss ich wahrscheinlich mein Kabelmanagement ändern hier. Aber das werde ich ändern müssen. Kann ich das da hinbauen? Die Stütze hier muss meiner Meinung nach woanders hin. Ja, schade. Schade. Also der hier, der ist jetzt wieder von hinten geschraubt, der muss viel weiter rüber. Oh Mann. So, ich habe mich jetzt dazu entschieden, den Abstandshalter erstmal draußen zu lassen, erstmal die Karte einzubauen und dann den Abstandshalter hinzubauen, weil anders, glaube ich, kriege ich es nicht hin. Da ist etwas eng dann. So, jetzt machen wir die Hochzeit. Die wunderbare Hochzeit hier. Schauen wir, ob das eigentlich, also von der Größe her ist das Gehäuse perfekt. So, die Karte passt auch schön rein. Kriege jetzt meinen Abstandshalter auch irgendwie dahin. Ja, könnte gehen. Da sind zwar die Lüfter dann irgendwie ein bisschen dumm im Weg, aber das könnte schon funktionieren. Natürlich nicht so, sondern dann eher so, dass der nicht im Luftstrom hängt oder am Lüfter. Das könnte gehen. Ja, so. Das ist aber auch doof. Alter, das ist halt ein Brocker, gell? So, jetzt machen wir erstmal die Grafikkarte fest. Okay. Das ist ein schönes Brokkola. Der ist halt da auch so ein bisschen. Was ist denn da Schönes dabei? Was haben sie denn da? Verstehe ich immer noch nicht, wer sowas macht. Ich hätte so schöne große Stecker. Das macht doch bei dem Kühler sowieso nichts mehr aus. Also da muss ich mir fast aufregen als Elektriker. Machen wir die Stecker kleiner. Und dann tragen wir dafür nochmal 2 cm mehr auf hier. Totaler Käse. Jetzt muss nur noch das Glas da noch drauf passen. Also jetzt könnte jetzt lustig werden. Aber. Ja, gut, geht. Sieht nicht schön aus, aber geht. Sieht eh keiner mehr hinterm Fernseher. Okay. Frage so oder so. Hier ist der Lüfter. Hier bläst er raus. Ist eigentlich vollkommen egal, wo du es nehmen brauchst. Muss am wenigsten
Ja, ich müsste jetzt den noch hier reinbauen, den Abstandhalter. Was habe ich denn hier eigentlich noch schön? Kann ich hier was hinbauen? Das müsste doch gehen. Da kann man doch was bauen. Schauen wir mal. Ich habe es verstanden. Also es gibt hier eben einen Teil zum dran bauen und dann kannst du hier den hier rausbauen und den kannst du dann als Stütze benutzen und wenn du den heraus willst, okay, dann machen wir das so. Das gefällt mir. Okay. Also kommt der hier rein. Gedöns. Und dann machen wir das so. Das ist gescheiter. Mehr. Den da rein. Geht ja nur darum, dass er nicht runterhängt. So, jetzt kann man den ausfahren hier. So, dann lassen wir den da anstehen. Und dann schrauben wir den zu. Und dann kann der eigentlich nirgendwo mehr hin. Genau, dann steht die hier auf. Top. Top. Passt. Okay, dann brauchen wir das andere auch nicht mehr einbauen. Dann kann ich den Deckel wieder zumachen. So, lass uns gucken. Achso, naja, wenn man Strom nicht einsteckt, ich habe alles eingesteckt, nur das Netzteil nicht. Alles klar. So, nochmal bitte. Schauen wir mal, ob was geht. Das Netzteil sollte ausreichen, ist 800 Watt. Ich sehe noch nichts. Also, jetzt geht was los. Displayport. Also, fährt schon mal hoch, ist schon mal toll. Dann kann ich meine alte Grafikkarte auch wieder einpacken. Aua. So, Treiber ist hier. Jo.
dying on the trail. We got a problem. Folks, there's a corpse right here. Now I just Arthur, need some. There's a body of food in the wagon. Or something. I hear you. Just gentlemen, keep your eyes on Dutch. Please. Over there! More of them! It's an ambush! Ja, jetzt noch ein paar abschließende Worte. Ihr habt gesehen, was die 4080 kann. Also alles butterweich, alles flüssig wie die Hölle. Das freut mich sehr. Warum habe ich mir das Ding gekauft? Ganz einfach, weil die Firma noch ein bisschen Geld ausgeben musste. Weil sonst zahle ich halt alles an Steuern. Und deswegen habe ich mir jetzt noch so eine Grafikkarte gekauft. Allerdings, ihr seht auch hier, ja, der Preis ist dann doch schon ein Stück weit runtergegangen. Also ich habe noch 1570 Euro bezahlt. Ihr seht, jetzt kriegt man es doch ein Stück weit günstiger. Bisschen warten hätte sich gelohnt. Ich hatte aber keine Lust mehr zu warten, denn ich warte schon seit über einem Jahr eigentlich drauf. Ich wollte mir eine 3080 kaufen, aber da waren die Preise ja auch ungefähr so. Jetzt ist die meiner Meinung nach sogar günstiger wie eine 3080 Ti, was ich mir damals angeguckt habe, die hat so 1400 oder 1500 Euro gekostet. Ja, aber wie gesagt, warten lohnt sich. Und ja, hätte ich es mir normalerweise gekauft? Nein, niemals. Aber es hat mich gestört, dass bei F1.22 immer so Mikroruckler da waren mit meiner 2080. Und das dachte ich, bekomme ich mit dieser Karte weg. Habe ich auch zum Großteil, aber nicht alle. Also in Kanada zum Beispiel habe ich immer noch Mikroruckler. Das bedeutet für mich, es liegt nicht an der Grafikkarte, sondern vermutlich am, weiß ich nicht, am RAM vielleicht. Denn mit dem XMP-Profil ging es dann irgendwann mal ein bisschen besser noch. Aber ihr seht, jetzt kann ich in 4K zocken, was ziemlich geil ist. Falls jemand noch ein teures Weihnachtsgeschenk sucht, könnt ihr das bestimmt euer Mann oder euch selber schenken. Ja, und damit verabschiede ich mich von euch für heute. Pfiat euch schöne Weihnachten.